Hallihallo, Hallöle und willkommen zurück in Minecraft. Und ich habe mich ein bisschen ausgetobt hier in der im Stadtbauprojekt. Und zwar hier bei meiner Windmühle. Sie ist immer noch nicht eingerichtet, aber das hat einen Grund. Ich habe hier ganz schön Gas gegeben. Und zwar habe ich Gas gegeben hier. Seht euch das mal an. Das ist alles Weizen. Ich habe sogar Bienen gezüchtet und hierher gebracht. Also da habe ich mich ein bisschen selber gehasst dafür. Und ja, ich glaube, man sieht, dass ich da ein bisschen Zeit investiert habe. Entschuldigung, Biene, ich will nicht unbedingt auf dich drauf hüpfen, aber du bist gerade bei einer Blume, die ich verwenden muss, um hier unbeschadet runterzukommen. Ich will den Weizen hier nicht kaputt machen. So. Und ich habe mich auch noch ein bisschen mehr ausgetobt. Ich habe ein Bauernhaus geplant, ein kleines. Klein, wie man sieht. Klein. Wenn ich was Kleines baue, ne, wird was Großes draus. Ich sollte wahrscheinlich versuchen, große Dinge zu bauen, dann wird was Kleines draus oder irgendwie so. Keine Ahnung. Aber ja, das ist so ziemlich das, was ich hier bauen möchte. Etwas Größeres aus dem Grund, wir haben bis jetzt immer nur kleine Häuschen gemacht und ich habe mir gedacht, irgendwo muss ich auch mal anfangen damit, dass irgendetwas Kerniges, irgendwas Großes wieder entsteht und ich glaube, da habe ich ganz gut abgeliefert, zumindest für mich selber, wenn ich das so sagen darf. Wie gesagt, da ist auch ganz schön viel Zeit jetzt aufgegangen, die letzten beiden Tage fast nur ausschließlich hier gespielt. Beziehungsweise gespielt, gefarmt, damit das überhaupt vonstatten geht. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen jetzt weiter da, wo ich aufgehört habe. Und ich würde ein bisschen Kohle noch brauchen. Ich glaube, ich muss zurück. Außer ich habe Kohle. Ne, da oben gibt es Kohle. Die könnte ich mir schnell holen. Das machen wir auch. Wo habe ich meine Raketen? Wow, 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 wow. Nicht so schnell, mein Freund. Ich muss darüber. Ich brauche nämlich ein paar Lagerfeuer. Ihr werdet dann auch gleich sehen, wofür. Muss ich mich ein bisschen nach unten graben. Den Cleanstone kann ich immer brauchen. War doch da drin, oder? Sieh. Da. Müsste jetzt irgendwo kommen. Kohle, 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 Kohle. Ah, da. Ich glaube, das reicht auch für das, was ich vorhabe. Na, komm. Hallo, Pferd. Langnase. Du erinnerst mich an die Nasenbären. Kennst du die? Die sind da weiter vorne. So. Kalzit habe ich ja einiges gefarmt, aber ich brauche jetzt erstmal brauche ich die hier. Ich habe irgendwo die Crafting Box mitgenommen und dann wieder nicht mehr zurück. Das sieht man mal wieder ähnlich. Und ich habe die Steinsäge verbummelt. Na, das ist ja toll. Mein Eisen anscheinend auch. Wie habe ich denn das Eisen aufgebraucht? Ah ja. Für die Dingens, für die... Na, hilf mir mal weiter. Die Leuchtedinge. Da braucht man ja Eisennuggets. So, wir machen hier erstmal zu. Zwei Fenster, glaube ich, reichen. Die anderen hier, die nehmen wir als Deko. Also die Wände außen dann. So. Wir fangen mal mit einer Wand an und ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Schon wieder 5 Minuten vorbei. Ui, ui, ui. Leo,
nicht so viel quatschen, mehr machen, mehr klotzen. So, als nächstes will ich die hier haben. Und zwar aus einem besonderen Grund. Ich mag das nicht, wenn das einfach nur so nach vorne steht. Und die will ich auch hier so rein für die Fenster. So, hier auch. Rein nur wegen optischen Gründen ein bisschen. Sieht ja jetzt schon fast gut aus, die erste Wand. So, als nächstes. Inventar wird schon wieder voll, ich rieche es. Brauchen wir Stöcke und was brauchen wir noch für Lagerfeuer? Schon wieder vergessen. Schauen wir mal. So, und Stöcke. Machen wir aus denen. Nee, ich will es nur einmal teilen. So, dann machen wir Lagerfeuer. Schauen wir gleich, wie viel geht. Die sind immer wieder gut zum Hernehmen. Den, wie lang ist die Wand hier? 5, ne? Dann passen die 10 auch ganz genau. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, sehr schön, sehr schön. Sehr schön, ja, sehr schön. Würde ich aber mehr, brauche ich mehr? Was kommt jetzt drauf an? Nimm die noch mal raus, dann würde ich 12 brauchen. Habe ich. Wie denn da ausgegangen? Die Stöcke. So, jetzt soll es aber reichen, damit ich mehr machen kann. Die werden dann gleich gelöscht, die Feuer nämlich. Immer noch mal Lager. Gut, ein paar mehr. Aber glaube ich immer noch zu wenig. So, mal Lager. Ich weiß, dass ich. So viel weiß ich. Mauerstücke habe ich keine mehr hier. Jetzt bräuchte ich natürlich die Dings zurück. Die Steinsäge, ich muss mir kurz Eisen holen. Allzu weit weg ist ja die Stadt nicht. Wir sind ja schon da. Nehmen wir einfach die gleich mit. Superman fliegt wieder. Hui. Hoffentlich nicht vorbei. Nö. Ja, Punktlandung. Haha. Kann nicht jeder. Schlafen gehen. Ja. Dann haben wir unsere Steinsäge hier. Die gleich rein, machen die da draus. So, dann brauche ich Zaun. Ich weiß, dass ich den irgendwo noch, den müsste ich noch da, ah ja, noch da. Also wir nehmen die hier noch mal raus. Gehe ich aber gleich auf. Da gehe ich kein Risiko ein, nicht, dass mir die Bude wegbrennt jetzt. Lagerfeuer sollte eigentlich keinen Brandschaden verursachen, was ein bisschen eigenartig ist, aber es ist so. Aber ich traue dem Frieden trotzdem nicht. So. Das heißt, die könnte ich da lassen. Ich spinne gerade ein bisschen herum. Doch, das sieht. Sieht besser, es wird bescheuert aussehen, wenn sie hier sind und hier nicht. Sollen ja nur ein bisschen nach vorgehen auch, damit das Ganze Tiefe und so bekommt. Da will ich trotzdem mit denen hier rauf. So, und jetzt
Müsste der Zauber funktionieren? Rennen wir die Bude weg? Ja. Aber ich muss einen nach außen. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das soll so eine Art Oberlichter werden. So. Brennst wirklich nicht weg, ne? Ich weiß, dass es keinen Dingschaden verursacht, aber ich bin trotzdem immer ein bisschen übervorsichtig, wenn ich das mache. Und mir passt schon was nicht, weil die hier anders sind als die hier. Sieh, lass mich doch rauf wieder. Ich hasse es. So. Ich mich besser bewegen kann. Nee, so, das lassen wir tatsächlich so nicht. Die müssen identisch sein. So, die Kohle. So. Wir werden da hinten was anpappen. Die die schön gesittert daran kriegt. Passt wieder nicht. Die passen nicht. So, jetzt bin ich dahinter gekommen. So, was pappe ich jetzt ran? Gar nichts, ne? Doch die hier. So. Und jetzt passt's. Alles schön in Reihe und Glied. Und jetzt das da hinten weg. Oh, ups. Und schon habe ich das Haus kaputt gemacht. So, gleiches mit gleichen. Gleiches machen wir hier. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Nee. Komm. Leo, Konzentration. Habe ich den Faden verloren, aber völlig. So. Die hier. Dann gehen wir mit dem Zaun. Ich weiß, dass ich noch keine Beleuchtung angebracht habe, aber da so weit sind wir auch noch gar nicht. Müssen wir hier wieder was anpappen? Nehmen wir gleich den Calcit. Er juckt die Nase, da wird es zum Ärgern. Wahrscheinlich gleich mit den Lagerfeuern. Lagerfeuer wieder ausgepackt und aufs Neue los. Ich will nämlich endlich mal wieder Blöcke verwenden, die ich normalerweise bei meinen Bauten auch einsetze. Langsam wird's ein bisschen, ist es mir zu eintönig geworden und auch, naja, langweilig will ich nicht sagen, aber wenn ich immer so kleine Dinge baue, die kleinen Häuser, das bin einfach nicht ich. Ich muss mich mal ein bisschen austoben. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Mir wurde auch mal gesagt, bei großen Bauten kann man nicht schön verzieren. Ja. dann schaut ihr bitte meine Videos an. Das geht schon. Man muss nur wissen, wie. Oder sich wirklich die Zeit auch dazu nehmen. So. Und ich verknopft auch noch. Hier knüseln wir die auch rein. Solange knüseln ein Wort ist. Ich hoffe es. Hört sich nämlich lustig an.
Nee, 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 da war was falsch. Da kommt ganz was anderes und darunter kommst du. Und ich könnte die Axt verwenden, wenn ich schlau wäre. Da. Wo sind meine? Da sind sie. Und da fällt mir gerade auf, habe ich jemanden vergessen, da darfst du gar nicht sein. Brauche ich noch einen Eichenstamm, einen Fichtenstamm. Denk mir gerade, da stimmt was nicht. Mache ich von oben, geht besser. Bist du? Da bist du. Ja. Jetzt passt's. Habe ich noch irgendwo einen dieser Brüder vergessen? Glaub nicht. An den Ecken war das, ne? Mal gleich mal, ob es da auch irgendwo ist. Nee. Wäre nämlich gleich ausgebessert gewesen. Eine Hexerei. Jetzt passt es. Jetzt hat der optische Knick wieder das, was er haben soll. So. Als nächstes brauche ich natürlich wieder die Reptos. Will ich sie unten auch haben? Das ist nämlich ein bisschen viel. Also es bleibt vom Stamm dann nicht allzu... Ja, das entscheide ich später. Werden wir später. So eine lästige Fliege, die mich die ganze Zeit anfliegt. So, Fenster gleich rein. Sieht ja von vorne herein, sieht es ja direkt schon gut aus. Und gar nicht viel gemacht eigentlich. Jetzt stellt euch dann mal das ganze Haus fertig vor. Muss ja immens aussehen. Ich weiß ja selber noch nicht, wie es aussehen wird. Das ist das Schöne am Freischnauzebauen. Ich fange mit irgendwas an und ja, entweder es kommt was Brauchbares dabei raus oder du kannst es wegreißen. Jetzt kann ich schon wieder was wegreißen. Asynchron bauen tun wir nicht. Obwohl am Server habe ich es geschafft. Bei einem Turm. Der ist mir asynchron geworden, aber den reiße ich jetzt auch nicht mehr weg, weil so viel Arbeit drin steckt. Aber mit dem Dach muss ich mir noch was überlegen. Aber der Server, derweil sind wir hier. Ja, jetzt sollte ich mir noch mal ein bisschen Eisen holen, denn ich würde ein bisschen Gemüse für hier brauchen. Wie sieht es von der Zeit aus? Na, wir machen heute einfach mal ein bisschen eine längere Folge. Wird auch nicht schaden. Die letzte war eh kurz. So, ja, ich flieg tatsächlich zurück. Ich weiß, dass ich hier irgendwo noch in den Kisten Eisen drin habe, aber ich will in der Farm ehrlich gesagt nicht mehr herumstöbern, bevor ich wirklich irgendwas kaputt mache. Da ist kein Eisen drin. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich in den Kisten jetzt alles drin habe. Ich glaube, dass das eher da vorne dann ist. Da ist auch kein Eisen drin, aber Kohle nehmen wir mit. Haufenweise Erde. Ne, anzünden will ich auch nichts. Da. So. Ihr müsst dann irgendwo wieder kommen. Alles. Hoffe ich. Ja. Baut sich schon auf. Und wir hauen uns auch gleich ins Bett. Ich brauche nämlich von den Bäumen ein bisschen Laub, weil ich keine Schere mehr habe. Die habe ich zerdeppert, als ich die Schafe geschert habe. Juckt die Nase.
Ach ja, und hier werden wir eine Treppe nach oben machen. Zwei Leute haben sich geoutet, dass sie da eine Treppe nach oben haben wollen. Also so ein Stufenaufgang, mit dem wir dann da nach oben kommen. So, Schere, Falte deines Amtes. Sehr schön. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, ich meine, es dauert jetzt noch lange, ja, aber was wir nach dem Stadtbauprojekt machen. Und zwar würde ich mir eine Welt zusammenstellen mit einigen Mods. Oder eventuell wieder ein gemoddetes Minecraft, Techtopia oder so irgendwas in der Art machen. Wenn ihr Vorschläge oder irgendwelche coolen Mods kennt, dann rein damit in die Kommentare. Weil anschauen kann man sich's ja schon mal im Vorfeld. So, dann macht man nichts. Sehr schön. Ein bisschen Farbe dran. Da könnten wir auch gleich die Schilder nutzen. Warum nicht? Oldschool. Geht sich mit den Schildern gar nicht aus, da muss ich nachmachen. Das ist Birke. Birke habe ich jetzt verwendet für die Dingens, ne? Birke, der Block, den keiner mag, aber es ist genug da. So, habe ich keine Stöcke? Wieder nicht mehr. Er gibt mir das Vieh. Ja. Sechs müssten reichen. Nee, reichen nicht. Ja, auch noch eine Fünferlinie hier. Geht sich um eines nicht aus. Bleibe ich wieder auf den Schildern hocken. Aber jetzt bin ich mir auch sicher, dass ich hier noch die haben will. Ansonsten passt sie mich nicht schön zusammen. Was dann auf die Seite auch noch machen, weiß ich nicht, aber da auf jeden Fall jetzt. Und hier könnte man sie auch dran legen. Andererseits, das sieht hier noch ein bisschen nackend aus, aber warten wir mal ab. Bild muss ich noch machen. Das ist gar nicht so einfach, reden und gleichzeitig daran arbeiten. Deswegen mache ich auch weniger Livestreams, weil ich jedes Mal in den Livestreams dann das Problem habe. Man könnte sich ja vorher Notiz machen, was man machen will, ja. Dass ich dann irgendwie Brain AFK bin und gar nicht so wirklich weiß, wie soll ich anfangen, was soll ich machen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie wie so ein Schalter, der sich dann umlegt und dann irgendwie geht da nichts. So, hier gehen wir auch mit Zaun nach unten. Hier muss ich mir noch was einfallen lassen. Das sieht, naja, nackt aus noch, aber schauen wir mal. Aber bei den Fenstern will ich auf jeden Fall mit Zaun nach oben gehen. Vielleicht tausche ich es auch noch aus gegen anderen Zaun, aber der Zaun hier, der wird auf jeden Fall bleiben. So, hier die Tür. Na? Habe ich oder habe ich nicht? Nee, muss ich machen. Falsch. Doch, jetzt passt. Ja. Ja, ich bin gierig.
Was Building-Blöcke betrifft, bin ich sehr gierig. Die setzen wir hier hin. Okay. Jetzt andersrum, bitte. Wenn es ginge. Und wenn es ginge mit der Enge, setzen wir die hier noch hin. Sieht das aus? Muss ich mir noch überlegen? Nee, da muss ich nicht mal überlegen, das sieht kacke aus. Das auf keinen Fall. Dann nehmen wir den raus und legen die oben drauf. Schau ich mir nachher noch an. Das Vieh. So, was machen wir mit den nackten Hühnern hier? Na, lassen wir sie erstmal. Ganz intensiv wird es dann hier werden. Hier muss ich mir, das ist eine 7er Länge dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, wenn ich mich verzählt habe. Da muss ich mir gut was einfallen lassen, damit die Mauer nicht so nackend ist. Aber da habe ich schon eine Idee. Jedes Bauernhaus hat ein bisschen so Unterstände, wo sie die Material lagern und so. Das ungefähr sowas werde ich mir hier hinzaubern. Hier machen wir wieder Fenster rein. Machen wir hier auch eines. Ja. Warum nicht ein schönes helles Haus haben? Die Bauern hier, die müssen schon ein bisschen mehr Geld haben oder in längerer Generation hier leben, weil das Haus ist ziemlich groß. So. Das Video hierzu erscheint am Dienstag. Und jetzt weiß ich, wo der Hund hockt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr weitermachen wollt. Den ersten Stock werde ich jetzt alleine fertig machen. Ob ihr den zweiten Stock wieder im Video haben wollt oder ob ich es komplett alleine fertig machen soll. Und ob wir Villager hierher bringen. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Mittwoch mache ich dann das nächste Video und ich würde mich freuen über Kommentare, wie wir als Community hier weiterarbeiten. So, ich verabschiede mich jetzt schon und werde jetzt diese Fliege erschlagen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!